Ja, bleiben wir noch bei der Musikarena. 26 Konzerte finden in diesem Sommer statt. Wir lassen sie jetzt einmal hier durchlaufen auf der Leinwand. Genau. Vielleicht sage ich kurz was zu den ausverkauften Konzerten. Die sehen Sie nämlich auf der Leinwand nicht. Es gibt aktuell keine Karten mehr für die Konzerte von Die Fantastischen Vier, Santiano, Ray Garvey, Parov Stelar und auch für den ersten Termin am 25. Juni von Freundeskreis gibt es keine Tickets mehr. Freundeskreis gibt ein Zugartskonzert am 5.7., für das aber noch Tickets erhältlich sind. Special Guest bei Freundeskreis ist übrigens Afrop. Ja, und in der Musikarena reicht das Spektrum von spannenden Künstlerkombinationen wie dem Tollwood Summer Jam, mit dem wir den Auftakt machen, Damien Marley und Patrice, Tom Modell und Kaleo oder ein australischer Abend mit Xavier Rudd und Dub FX. Außerdem natürlich handgemachter Rock und Singer-Songwriter wie Silbermond, aktuell im Fernsehen mit Sing Mein Song das Tauschkonzert zu sehen, Adel Taville und Passenger. Außerdem haben wir natürlich Lokalmatadore zu Gast wie Hans Söllner, Heindling, Django 3000, Move Mama und Michael Mittermeier. Und Michael Mittermeier haben wir heute hier zu Gast. Wir freuen uns sehr, dass er heute hier ist und ich darf ihm die Bühne übergeben. Herzlich willkommen. Ja, danke schön. Es ist sehr ungewohnt, wenn das Licht an ist und ich ein Mikrofon in der Hand habe, sage ich nicht guten Morgen, das geht gar nicht. Das ist so, weil da habe ich das Gefühl, ich kann in der Früh nicht lustig sein. Es ist relativ schwierig jetzt. Tolle Pressekonferenz, ich bin nicht lustig. Ich muss auch sagen, es ist wirklich, das ist so die Form von, weil in letzter Zeit, ich habe viele Pressekonferenzen angeschaut, von Sean Spicer, weil ich finde, Sean Spicer ist der bessere Donald Trump. Großartig, ganz ehrlich, ich will nichts über Donald Trump machen, ich sage nur, weil die Sau einfach immer unsere Pointen klaut und das finde ich, nee, es ist wirklich schlimm, weil du in der Früh einfach irgendwas schreibst und sagst, heute mache ich das wirklich Perverseste, das Dümmste, das Abgründigste, was ich aufschreiben kann. Zwei Stunden später liegt es im Papierkorb. Das sind Dinge, die man ja nicht glaubt. Wir sind vorher draußen gestanden und haben ein bisschen rekonstruiert, wie Donald Trump spricht. Er spricht eigentlich wie für geistig Behinderte. Weil wir gesagt, er macht immer so Handbewegungen. Er hat immer ohne Handbewegung kann er nicht sprechen. Dies und dann den natürlich, der Daumen und dann das Angeschwulte. Das kam vom Herrn Heindling. Nein, aber es gibt eine Handbewegung und da merkt man, ihr müsst euch das mal anschauen, da kann jeder Journalist immer merken, wann er lügt. Immer wenn er lügt, dann unterstreicht er, was er sagt, gonna build a wall and Mexico will pay for it. Also er macht dann immer, er macht ein L mit Daumen und Zeigefinger und er wackelt mit dem Mittelfinger. Wir Bayern waren im Wahlkampf immer verwirrt. Was heißt das bei uns? Zweimal das Bier und eine halbe bitte. Das Problem ist, er wäre in Bayern gewählt worden und ja, das sind Dinge, denen müssen wir uns stellen. Ich habe gerade gehört, also ihr habt eine Postbotin, also das ist eine gute Nachricht, finde ich, für Bayern. Das zeugt für ausgegendert, das zeugt für Frauen sind endlich da angekommen, wo sie vielleicht auch sein wollten als Postbotin. Und weil ich das gehört habe, weil tatsächlicherweise, ich habe immer nur Postboten gehabt, also ich komme auch vom Bayerischen Land. Und dieses Jahr am 6. Januar 2017, und da habe ich gesehen, zum ersten Mal wirklich, Bayern ist so ausgegendert, dass man sagt, jetzt wird's, also das ist Wahnsinn. Am 6. Januar weiß jeder, was es ist, oder? Heilig Drei König, Weltkiffertag. Ist ja so, dass wir in Bayern das ja traditionell wirklich, die kommen ja wirklich mit Gewändern. Bei uns am Land kommen die wirklich nur mit Weihrauch, wo du noch was hast davon. Und das ist schon ganz toll, weil ich mich jedes Jahr sehr freue auf die drei Heiligen Könige. Und dieses Jahr am 6. Januar 2017, das wäre jetzt irgendwie eingefallen, war alles anders. Ich habe die Tür geöffnet, ich habe mich gefreut. Und vor mir standen die vier Heiligen Drei Königinnen. Jetzt sage ich jetzt einfach mal nichts gegen Frauenquote, aber das war eine mehr als gefordert, bitte. Also, und das sehr Lustige war, diese drei oder vier Heiligen Drei Königinnen standen da und haben ihr Sprüchle, wie begrüßt du die, küsst die Hand, Königsmätressen, du weißt ja nicht, was du sagen sollst. Du bist sehr verwirrt und die standen vor mir und haben ihr Sprüchlein aufgesagt, wir sind die Heiligen Drei Könige, habe ich gesagt, nein, das seid ihr nicht. Entschuldigung, habt ihr mir durchgezählt? 1, 2, 3, 4, wer ist die vierte überhaupt? Gespielin von Melchior, Ehefrau, Weihrauchdealerin, keine Ahnung. Auf alle Fälle, die drei haben nicht reagiert, weil die haben das auswendig gelernt. Wir sind die Heiligen Drei Könige. Sag ich, nein, schau mal, ich habe Brüste.
Nichts gegen Brüste, ich mag, nein, ihr müsst euch nicht ausziehen, alles gut. Auf alle Fälle waren die dann, sie, ja, wir machen es heuer zum ersten Mal. Ich habe gesagt, ich habe noch nie für Heilige Drei Königin gesehen. Und dann habe ich ihnen gesagt, ja, ihr wisst schon, wie man das traditionell richtig macht in Bayern. Man trinkt aufs Wohl des Hauses mit dem Hausherrn einen Schnaps. Für jeden König einen, ihr seid vier, die Phantomkönigin habe ich nicht bestellt. Also habe ich vier doppelte Schnaps eingeschenkt für jede. Und mir war es wurscht, weil ich bin auch besoffen nach vier, also Doppelschnaps, also nichts, dass jemand, ich sauf so viel, aber ich war daheim, ich konnte mich auf den Boden legen, ich war im Hausflur, alles gut, aber die vier waren dann doch etwas derangiert und sie hatten noch einen ganzen Tag abzureisen. Ich habe nur gesagt, geht's immer einfach dem Stern nach und ich bin mir nicht so ganz sicher, ob das eine sehr gute Idee war, aber wenn er, keine Ahnung, billiger Witz, auf der Straße fährt der Mercedes vorbei, solche Dinge, nein, aber sie gingen wirklich so zielstrebig. Immer geradeaus. Und ich habe die nur beobachtet, sie sind. Und ich habe gedacht, wenn der Rausch echt lange anhält und die gehen immer weiter, dann gehen die irgendwann auf der Balkanroute in die entgegengesetzte Richtung. Nein, stell dir vor, die ganzen Flüchtlinge so, oh Scheiße, in Deutschland, da werden sogar Könige abgewiesen. Also man muss aufpassen, wie man das sagt, weil es kann ja gleich ein Konzept werden. Schön, dass ich heuer hier sein darf überhaupt, also wo das Motto Mobilität ist, weil ich bin ja nur Stand-Up-Comedian, meine Mobilität sieht's ja, ist ja nicht sehr ausgeprägt und ja, ich werde Auszüge aus meinem Programm Wild machen, nicht nur Auszüge, sondern das Ganze, also ich mache einen Auszug, den ganzen Auszug und glaube, wir sprechen auch noch drüber, wir können, ja, kommt jetzt, bevor ich nicht nur irgendwas Falsches sage, also ja. Alles gut. Danke, passt schon, das Schön, dass wir heute alle hier sind. Also, ja. Bei Wild muss es ja auch spontan zugehen, denke ich, oder? Es geht immer spontan zu. Also ich habe immer, eine Update-Version. Also ist auch jetzt im Tollwut. Also wenn jemand sagt, ja, das habe ich jetzt schon auf DVD gesehen oder im Fernsehen. Also ich mache immer Update-Versionen, habe im Moment wieder ein paar neue Nummern im Gepäck. Es passiert ja viel. Also ich bin ja einer, der alles aufgreift und aktuelle Strömungen, obwohl wir, wie gesagt, bald wahrscheinlich unsere ganzen Amerika-Nummern wegschmeißen, können, was schön ist. Also, obwohl zum Thema vorher, der Kanadier, die Kanadier sind ja so friedlich. Und ich habe heute im Radio gehört, Kanada rüstet auf. Ich habe es jetzt für einen Witz gehalten, es ist so wie Österreich macht Neuwahlen. Das hat so was Putziges. Kanada rüstet auf und will tatsächlicherweise in den nächsten Jahren 70% mehr im Militärhaushalt. Und wenn ich ehrlich bin, also daran sieht man, dass irgendwas im Land unterhalb Kanadas irgendwie nicht stimmen kann. Wenn Kanada aufrüstet, dann sind wir echt am Arsch, Freunde. Ja, ja. Ist das was dich wild macht? Mich machen viele Dinge wild. Also natürlich nicht nur Politik. Also ich sag mal so, die kleinen Dinge des Alltags machen einem wild. Ich meine, er hat die Plastikproblematik angesprochen. Hatte ich vor kurzem auch, aber von der anderen Seite. Also ich bin manchmal, also ich habe, natürlich bin ich auch gegen Müll voll. Voll gegen Müll. Es gibt nur Momente, wo du, also pass auf, das ist eine wahre Geschichte. Ich bin im Leben cool gewesen, der schöne Buchladen an der Leopold, und ich habe mir vier Bücher gekauft. Es waren zwei große Bildbände und zwei normale Bücher. Ich bin nur zum Bäcker, habe gesagt, kann ich bitte eine Plastiktüte haben? Und so, die Verkäuferin sagt, ja, okay, kein Problem. Hinter mir stand eine Frau mit einem Taschenbuch und hat dann mit dem Buch gewedelt, ich brauche dann keine Plastiktüte, ist ja auch besser so für die Umwelt. Und es ist schon so. Wie gesagt, ich bin nicht für Müll. Aber es gibt Momente, wo du sagst, du willst einfach nicht immer schlechtes Gewissen haben und du willst nicht immer politisch korrekt antworten. Und ich habe tatsächlich zu der Frau gesagt, Entschuldigung, aber wenn ihre Eltern damals mehr Plastik benutzt hätten, dann hätte ich jetzt nicht das Problem. Und ich weiß, es war nicht okay. Das hat aber total gut getan. Es gibt Momente, da tun so Dinge einfach, na, und das ist so vielleicht diese persönliche Wildheit, die man hat im Leben, die kleine Restwildheit, so meine Alltagsdinge. Also, weil wir sind ja alle falsch erzogen, das muss man dazu sagen, weil unsere Eltern haben gesagt, wenn was wild ausschaut und gefährlich ausschaut, dann musst du aufpassen. Das muss nicht sein. Ich gebe Beispiele, also auch in Programmanleitungen, weil ich habe in Leipzig gespielt, auch eine wahre Geschichte, bin mit dem Zug nach Leipzig gefahren, also voll für die Umwelt. Und ich wusste nicht, dass an dem Tag in Leipzig die Wave Gothic stattfand. Das ist Europas größtes Gothic- und Grufti-Treffen. 30.000 laufen da rum, habe ich nicht gewusst. Ich fahre am Hauptbahnhof einmal im Zug, schaue aus dem Fenster und denke mir, Scheiße, der Osten kommt da aber auch nicht mehr hoch. Und
Nein, die haben alle sehr wild ausgeschaut, aber die waren alle super nett. Und ganz ehrlich, wenn du daneben zwei Bänke hinstellst mit Krawatten, die total nett ausschauen, die vielleicht gerade mit einem Hedgefonds irgendwie ein Dorf in Afrika entvölkert haben, dann ist die Wahl dann doch lieber bei so jemandem oder beim perversen Modelleisenbahnbesitzer. Die na, halte ich für die perversesten. Das machst du nicht 20 Jahre, einfach so. Das glaube ich nicht. Wohlwissentlich, dass einer unserer Häuptlinge seit 20 Jahren eine Modelleisenbahn im Keller hat. Das ist halt so Zufall. Darüber rede ich im Programm zum Beispiel. Ja, das ist ein wichtiges Thema. Reden wir über Stolwood. Wie oft bist du schon hier gewesen? Wir haben vorhin kurz drüber gesprochen. 5, 6, 7 Mal? So ungefähr. Mir geht's wie ihm. Also ich habe keine Ahnung. Ich war einige Male hier. Das erste Mal war ich mal hier. Das ist ganz lange her. Ich glaube, das war tatsächlich schon so 90. Da habe ich mir irgendeine dieser Zelte am Nachmittag gespielt. Beziehungsweise man hat es aufgetreten und es waren ein paar Leute, weil es war sehr warm. Und dann habe ich irgendwann mit Band gespielt, das muss so 92 gewesen sein. Hast du eine eigene Band? Hast du eine eigene Band? Damals hatte ich eine eigene Band, aber meine Musik wurde immer schlechter, das habe ich erkannt. Und meine Zwischenmoderationen wurden immer lustiger. Und dann habe ich irgendwann gesagt, ja, gute Entscheidung getroffen. Ich habe Musik dann aufgehört, also wenigstens auf der Bühne, ist auch besser, und habe nur geredet. Also ist auch besser gewesen. Sonst würde ich heute nicht hier stehen, also das muss man dazu sagen. Sonst würde ich heute also wahrscheinlich von euch auch nicht eingeladen werden. Und da könnte ich selbst mit Plastiktüten also nichts machen. Wir freuen uns auf jeden Fall auf Wild am 6. Juli in der Musikarena. Bist du dort zu Gast und danke, dass du heute hier bist. Ja, gerne. Und schön, dass ihr auch da seid. Also wie gesagt, so Pressekonferenzen hat es also was Putziges. Also wie gesagt, ich schaue jetzt die Fernsehpressekonferenzen einfach putzig, an. Putzig, okay. Das ist so, nein, weil das ist wirklich, das ist die grüne Version und das ist gut so. So, Mobilität heißt, ich gehe wieder runter. Ich lege aber das Mikro hier. Ja, oder? Ich nehme es. Dankeschön. Michael Mittermeier, Dankeschön. Steht nachher noch für Interviews und Fotos für Sie zur Verfügung. Und am 6. Juli, wie gesagt, auf der Bühne der Musikarena.